Liebe Duisburgerinnen, liebe Duisburger. Das Weihnachtsfest steht kurz bevor. Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Es war ein Jahr, das uns mit nie dagewesenen Herausforderungen konfrontiert hat. Die Corona-Pandemie hat uns allen sehr viel abverlangt. Die mit ihr einhergehenden Einschränkungen der persönlichen Freiheit trafen und treffen die Menschen auch in Duisburg hart. Es sind Orte wie dieser hier, wo normalerweise auf der Bühne fast täglich mit großer Leidenschaft gespielt wird und wo Geschichten erzählt werden, an dessen Ende lauter Applaus aufbrandet. Leider müssen die Zuschauerränge derzeit leer und still bleiben. Oder Orte wie dieser hier, wo Menschen eigentlich gemeinsam Sport treiben, wo sie über Tore jubeln und die Siege ihres Teams feiern. Auch hier müssen die Türen leider geschlossen bleiben. Und Orte wie dieser hier, wo wir mit der Familie, wo wir mit Freunden zusammenkommen, um gemeinsam zu essen, zu trinken und zu quatschen. Auf diese und viele weitere Erlebnisse mussten wir in den zurückliegenden Monaten notgedrungen verzichten. Denn unser Ziel war und ist es, das Coronavirus zurückzudrängen, damit wir gesund bleiben und damit wir diese Orte schnellstmöglich wieder mit Leben füllen können. Wir dürfen in unseren Anstrengungen beim Kampf gegen die Pandemie jetzt nicht nachlassen. Aber wir sollten auch keinesfalls unseren Optimismus verlieren. Denn es gibt positive Nachrichten. Das Duisburger Impfzentrum im Theater am Marientor zum Beispiel ist einsatzbereit. Auch wenn noch niemand genau weiß, wie lange uns die einzelnen Phasen der Impfung beschäftigen werden, Duisburg ist für die enormen logistischen Herausforderungen bestens gerüstet. Schließlich haben wir in Duisburg bereits in den vergangenen Monaten eindrucksvoll unter Beweis gestellt, was wir gemeinsam schaffen können. Nicht nur bei der Bewältigung der Corona-Krise, sondern auch hinsichtlich der Weiterentwicklung unserer Stadt. Auch wenn die guten Nachrichten in dieser Hinsicht allzu oft von den Berichten zur Pandemieentwicklung überlagert waren, wir haben den erfolgreichen Weg der letzten Jahre fortgesetzt. Allen, die in dieser Stadt daran, beruflich oder nebenamtlich, mit Tatkraft und Ausdauer, sehr flexibel, sehr kreativ beteiligt sind, will ich heute herzlich danken. Nicht selten sind sie dabei über die Grenzen ihrer eigenen Belastbarkeit hinausgegangen. Wenn wir uns dieses Miteinander und dieses Füreinander erhalten, dann haben wir wahrlich allen Grund zur Zuversicht. Liebe Duisburgerinnen und Duisburger, diese Adventszeit und dieses Weihnachtsfest sind anders. Aber lassen Sie uns gemeinsam das Beste daraus machen. Ich wünsche uns, dass wir den besonderen Zauber der Weihnacht trotz aller Umstände erhalten, dass wir die kommenden Festtage mehr noch als in den Jahren zuvor dazu nutzen, um neue Kraft zu schöpfen. Lassen wir es ganz bewusst noch einmal ruhiger angehen an diesen Tagen, besinnen wir uns auf das Wesentliche und rüsten wir uns für die kommenden Aufgaben. Dass Ihnen dies gemeinsam mit Ihrer Familie gelingt, das wünsche ich Ihnen zum Weihnachtsfest 2020 von ganzem Herzen. Frohe und gesegnete Weihnachten Ihnen allen, einen schönen Jahreswechsel und einen guten Start in ein hoffnungsfrohes und gesundes Jahr 2021. Glück auf!